sollte ja von vorne kommen, aber... Skybase 8188, Traffic is a DA-40 Light-Type Aircraft, just departed 09er, turning left-bound to leave control zone northbound, wind 09037 knots, runway 09er, clear to land. Hallo zusammen. Willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 und wir hüpfen gleich ins Cockpit unserer CRJ-700. Aufgrund der Bemalung könnte man denken, wir stehen irgendwo in Amerika, aber ich finde, es ist einfach bitterkalt draußen, deswegen dachte ich, dann passt ja Alaska Airlines ganz gut. Wir stehen aber tatsächlich hier in Berlin-Brandenburg am Flughafen und werden heute nach Saarbrücken rüberfliegen. Das Ganze live auf Wetzim mit echtem Wetter. Nur die Uhrzeit habe ich manipuliert. Wir haben es jetzt gleich 17 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube, simuliert habe ich 13 Uhr oder so, damit wir bei Tageslicht fliegen. Denn der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich habe gestern ein bisschen Nachtschicht eingelegt auf Twitch. Seitdem habe ich ein bisschen die Schnauze voll vom Fliegen im Dunkeln. Ich möchte wieder was sehen. Jo, so viel dazu. Ansonsten würde ich sagen, springe ich einfach mal direkt ins Cockpit und wir gucken uns dann die Route an, wenn es für uns relevant ist. Jetzt kurz gucken, Flugplan habe ich schon eingereicht. Perfekt, wir haben nämlich auch Berlin Tower online und danach ist wahrscheinlich hier eins der Bremen Radars für uns zuständig. Da müssen wir gleich mal gucken. Der wahrscheinlich eher nicht. Bördesektor, weiß ich nicht. ATC, weiß ich nicht. Irgendeiner davon wird es sein. Gut. Dann, ich bin schon so ewig nicht mehr im CRJ geflogen. Die wichtigsten Sachen habe ich schon gestartet. Dann können wir hier mit der APU weitermachen. Also sobald wir die Batterie anhaben. Batterie. APU. Fuel. Und Start. So, dann hier unten in der Zwischenzeit IRS auf NAV. Ne? Da hat sich gerade mein Track-IR verabschiedet. Warum? Moment. Aha. Ach, weil hier mein Mikrofon davor hängt. Moment, da muss ich das ein bisschen... So, ich hoffe, man hört mich trotzdem noch ganz gut. Ich denke schon. Mal gucken, dass ich hier nicht zu viel gegen das Mikrofon dengel. Wo waren wir stehen geblieben? Hydraulic Pumps. Haben wir alle an. Lights as required. Passenger signs on. Emergency lights armed. Enough lights an. Boah, das reicht auch erstmal. So. Die APU läuft anscheinend auch. Das ist schon mal viel wert. Air Conditioning können wir anschalten. Recycling Fan an. Anti-Ice, Cowl und Wings machen wir auch mal an. Es ist nämlich kalt und nass draußen. Die Scheibe friert nämlich zu. Geht doch nicht zu. Moment, brauchen wir. Ne, hat sich erledigt. Also brauchen wir das erstmal nicht. Wir brauchen nur Windshield, Yield. Ropes auf jeden Fall. Die frieren uns nämlich sonst heute zu. Und dann haben wir schon das Allerwichtigste. Dann kommen wir zum FMS, mein Lieblingsteil. Position Init. Wir nehmen die Position vom GPS. Die sind sich da auch alle einig. Das ist ganz hervorragend. Dann Plan. Wir fliegen von EDDB nach EDDR wie Saarbrücken. Da war Stuttgart schneller mit EDDS.
Ja, so sieht das schon mal gut aus. Departure wird sein Runway 07 Left. Kurz gucken, Berlin, ja. Hier links, wir werden hier ein ganz schönes Stückchen taxien müssen. Aber gut, ist dann halt so. Unser SID Lokdo 1 Bravo. Und unser Arrival wird sein Runway 09er über zwei Brücken. Da müssen wir nachher mal gucken, ob das so passt im Flugplan, wie wir es jetzt hier eingetragen haben. Und zum Plan. So, wir fliegen bis Lokdo. Dann geht es weiter über Zulu 117 bis Otlun. Dann geht es weiter direkt nach Ortak. Dann geht es weiter bis Rinex. Und dann Zulu 97 bis Mannheim. Und dann Zulu 818 bis Zweibrücken. Bis Zweibrücken, das ist Zulu Whisky November. Passt. So, Lex. Das Zweibrücken hier. Das zwei Brücken da. Passt, passt, passt. Execute. Also ich zeige es euch mal kurz auf der Karte, was ich vorhabe hier in Navigraph Charts. Hier, wir stehen hier oben in Berlin. Sorry. Wir stehen hier in Berlin am nördlichen Apron. Parkplatz Nummer 62 müsste das sein. Und wir werden dann hier unter Taxi, ich bin mir nicht sicher auf welchem Weg, auf irgendeinem Weg ist Piste 07 links. Da werden wir starten, denke ich. Dann fliegen wir hier die Lokdo 1 Bravo, das heißt, wir machen hier gleich einen Linksturn und dann nochmal und fliegen hier quasi Berlin. Das liegt hier so mitten, hier in so dem Bereich liegt so Berlin. Der Punkt da, das müsste der Fernsehturm sein, das heißt, da kriegen wir vielleicht ein bisschen Aussicht, aber die Wolken hängen recht tief. Mal gucken. Genau, fliegen wir bis Lokdo. Das sehen wir hier. Lokdo, so auf Höhe Magdeburg. Und dann geht es einmal quer rüber über Deutschland, hier vorbei an Frankfurt. Müsste das sein, jawohl. Und dann über Mannheim, vorbei an Rammstein. Interessant, wusste ich auch nicht genau, wo das liegt. Und dann geht es hier runter. Hier ist Zweibrücken VOA. Da fliegen wir noch drüber hinweg und landen dann hier in Saarbrücken. Und zwar Piste 09, das ist von der anderen Seite genau. Das heißt, da werden wir hier von zwei Brücken kommen und über ein paar Punkte dann einen ANF Approach fliegen. Ja, und in Saarbrücken landen. Soweit der Plan für heute. Mal gleich gucken, wo wir lang taxien müssen und so. Performance. Müssen wir hier noch initialisieren? Zack. Das passt. Die Warnings brauche ich gerade nicht. So, Cruising Altitude wird heute sein. Light Level 360. Wie weit ist eigentlich der Flug insgesamt? 300 Meilen. Oh. Da werden wir vielleicht gerade so auf Reiseflughöhe ankommen. Mal gucken, wir probieren es mal. Lange werden wir nicht auf der Höhe fliegen, das weiß ich jetzt schon. Execute. So, und hier gibt es eigentlich nichts weiter. Target Speed wird auf jeden Fall ein bisschen höher sein. Vielleicht eher Mach 77.
Und Transition Altitude ist für uns, da müssen wir kurz das ATIS abfragen. Transition Level ist 6000. So. Ach, das ist Cruise. Ah, Moment, da habe ich hier falsche Werte eingegeben. Das passt so rum und Cruise ist 7,7. Genau, Descent 7,4 passt wieder. Transition Altitude müssen wir dann gucken. Jo. So, ich glaube, jetzt habe ich es aber. Dann noch ein paar Handgriffe hier unten. Machtrim, Stabilizer Trim, Yaw-Damper, warum ist der in-op? Jetzt. Genau, dann. Na? Ich will mein Track-IR hier nicht immer so gerne. Dann können wir die Sachen hier setzen. Die habe ich mir schon vorher alle richtig eingegeben. Und Trimmung ist auf 7,2 Grad. Muss ich gerade gucken, wo sie steht. Da. Habe ich eigentlich einen Schalter für die Trimmung vergeben? Ich habe noch gar keinen Schalter dafür belegt. Ah. Das müsste ich dann gleich mal machen. Ach, ich habe ja mein Trimmwheel. Ha. Stimmt, ganz vergessen. 7,2 Grad haben wir. Okay. Gut, dann ist der nächste Punkt Freigabe. Vom Tower. Tower ist auf 118,8. Ansonsten wichtig ist für uns, glaube ich, nur, wir haben Wolken auf 500 Fuß, das ist ganz schön tief. UNH 1034. Den könnten wir schon mal einstellen. UNH 1034. Okay. Und das ist Information Lima. So, wir sind beim Stand. Ich sag 62, ne? X2. Information Lima haben wir an Bord. Gut. Tower 118,8. Wir lauschen kurz. Ich höre nix. ATIS 123.775. Berlin Brandenburg Information. Okay, das funktioniert. Ich wollte nur kurz sicher gehen, dass ich was hören sollte. Und ich muss bei mir den Ton noch einmal kurz umstellen. So, so ist das viel schöner. Nee, hier komme ich ständig ans Mikro. Ganz kleinen Moment. Berlin Tower, hello, Skyways 8188 on Stand 62. Information Lima on board. Request Clearance IFR to Saarbrücken. Ich höre nichts. Warum höre ich nichts? Bin ich auf der richtigen Frequenz? 118,8.
S6QN. Nee, eigentlich müsste ich was hören. Mein Push-to-Talk-Button geht nicht, deswegen drücke ich hier, aber es passiert nichts. Push-to-Talk. Aha. Also nochmal. Berlin Tower, hello, Skyways 8188 on stand 62 with information Lima on board, request clearance IFR to Saarbrücken. Skyways 8188 Berlin Tower, hallo, information Mike now, current cleared Saarbrücken, Locked 1 Bravo departure, flight plan route climb via set 5000 feet, squawk 1000. Clear to Saarbrücken via Locked 1 Bravo Departure, climb via SID 5000, Squawk 1000 and Mike is current. Skyways 8188. Skyways 8188, read back correct. Gut. Dann checken wir gleich nochmal das ATIS, aber da wird sich nicht viel geändert haben. Boah, ist das klein, die Zahl da. 5000 haben wir. Berlin Tower with 1050, ready for pushing start. With 1050, revised KNH 1034, pushing start approved, face west. 1034 haben wir. 1034, pushing start approved, face west. 1050. ATC 1000. Haben wir. TC an. Plack. Passt. So, Information Mike is now current. Hat sich aber für uns nichts Wichtiges geändert. Okay, dann können wir hier mal die Luke zumachen. Die Weird Shocks entfernen. So, Pushback können wir auch schon mal anfordern. Weil heute haben wir nicht so viel Auswahl, in welche Richtung es gehen soll. Wir pushen hier gerade zurück ein Stück. Und dann hier auf den Taxiway. Zack. Weil das ist so die Richtung von Startbahn und so. Und der, das passt dann soweit. Da hinten ist auch schon ordentlich Geblinke. Mal gucken. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Skyways 8188, request push and start. Skyways 8188, push and start approved, face south. Push and start approved, face south, Skyways 8188. Gut. Pushback. Cockpit to ground. This is ground, stand by. Sonst ist hier in der Ecke weit und breit niemand. Hier sind wir relativ alleine. Auch das alte Terminalgelände hier. Da hinten irgendwo am Horizont. Da ist das neue Terminalgebäude. Okay, Sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground. Beacon lights an. The parking brakes are set. You may lift. U pumps an. Air conditioning off. Cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brake released. Baron Tower with 1050, requesting taxi going 07 left. With a 1050 taxi via Foxtrot and Victor 3, hold short. Echtes Triebwerk start. Taxi an. By Foxtrot, Victor 3 and hold short of Charlie with 1050.
Oh, was ist denn hier los? Runway 136, ready for push. Hat sich gerade das Wetter schlagartig verändert. Runway 136, revised to NH, 1034, push and start approved, face west. Warum? 1034 and push and start facing west approved, Ryanair 136. Hm. Das erscheint mir ja seltsam. Sehe ich die anderen Flieger jetzt noch? Ja, okay, ich stehe noch da. Weil meistens ist es tatsächlich, wenn man das Wetter manipuliert, dass die Flieger alle verschwinden, aber ich sehe es da hinten noch blinken. Also scheint das zu funktionieren. So, rechtes Triebwerk läuft an. Linkes Triebwerk Start. With a 1050 taxi holding Treibstoff. Point runway 07 left via Charlie and Lima 2. Parking brake. Taxi to runway 07 via Charlie and Lima 2. Holding point Lima 2. With 1050. Ground may disconnect. Okay, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Was ist mit Ground Spoilers das Problem? Sieht doch gut aus. Position waiting for the visual. Thank you and goodbye. So, Yaw-Damper nochmal checken. Passt. Passt. Weil die Air-Condition rechts wieder verfügbar ist, können wir die auch anschalten. Und da ist gerade einer unterwegs. Berlin Tower, good evening, Ryanair 8, Foxtrot Romeo, extend ASPA 05, ready for the APU aus. Ryanair 8, Foxtrot Romeo, Berlin Tower, good afternoon, information cut, Mike correct. Cleared Milan Malpensa, Luros 2, Bravo departure, flight plan Drew, ja, climb for 5000 feet, squawk 1000. Gut. Dann sind wir ready to taxi. Foxtrot Romeo, clear to Milano S5, Luro 2 Bravo departure, and initial climbing 7000, squawk 1000. Klappen noch ausfahren. Foxtrot Romeo, climb 5000 feet. Confirm 5000 feet, initial climbing 8, Foxtrot Romeo. Runway 8, Foxtrot Romeo, read back correct. Tower low velocity 486. Velocity 486, Berlin Tower, hallo, Wind 130, Drehzeit, Nordstrom 07, right, clear to land. 07, nach right, 07, right, clear to land, Velocity 486. Skyways 8188, ready to taxi. Skyways 8188, taxi via November 1, November 2 and Kilo 4, hold short of Kilo. Taxi via November 1, November 2, Kilo 4, hold short Kilo. Skyways 8188. November 1, November 2. Also November 1. With a 1050, wind 130 degrees, 8 knots, runway 07 left. Das ist Kilo 4, da ist November 2. Okay, also runter, rechts, links, halten. Ja, Bremse los. Und auf geht's. Ach ja, die Ecke hier, wie gesagt, habe ich noch gar nicht gesehen vom Flughafen. Ich weiß, dass hier ein Stück weiter rechts noch so ein Military Apron auch ist. Und die haben hier auch so ein, na, wie sagt man, offizielles Empfangsterminal für hohe Staatsgäste gebaut. Also wenn hier der, weiß ich nicht, der französische Präsident vorbeikommt, hat er hier sein eigenes Terminalgebäude, wo sie ihn empfangen. So, jetzt muss ich kurz gucken, jetzt habe ich hier geschlafen. November 2 ist, glaube ich, hier. Ja. November 2. Und dann irgendwo hier links. Taxi via Alpha, hold short, Victor 1. Wir müssten jetzt 2, 3, 4 Parkplätze kommen. Da vorne geht es dann, glaube ich, links rum.
November 2. November 2 sage ich schon, Kilo 4. Müsste jetzt hier sein. Jawohl. So, und hier ganz immer geradeaus, da kommt dann Kilo. Und da sollen wir halten. Weather 1050, Kontakt Bremen Radar 123.225. Bye bye. 123.225 for West 1050, bye bye. Skyway 8188, are you able to depart from intersection Kilo 2? Affirm, Skyway 8188. Skyway 8188, danke, Taxi to holding point runway 07 left, intersection Kilo 2 via Kilo, Kilo 1 and Kilo 2. Taxi to holding point Kilo 2, runway 07 left via Kilo, Kilo 1, Kilo 2. Skyways 8188. Velocity 486, taxi to stand Bravo 10 via Victor 2. Okay, also immer geradeaus. Nee, nicht immer geradeaus. Taxi stand hier. Bravo 10. Gleich rechts. Velocity 486. Moment, ist hier schon Kilo? Nee, ein Stückchen noch. Nee, hier ist Kilo. Hier ist richtig, hier ist Kilo. Hätten wir fast unsere Kurve verpasst. Jap, jap, jap. Okay, jetzt passt's. Also hier ist Kilo. Dann Kilo 1, Kilo 2. Da haben wir eine kürzere Startbahn, aber es sind immer noch 2000 Meter, das sollte uns locker reichen. Ja, und ich glaube, hier ist dann so langsam der eigentlich militärische Bereich. Ja, Kilo 1 ist hier geradeaus weiter. Ja, wir sind gerade ganz schön zügig unterwegs. Das Gefühl, es geht ein bisschen bergab. Also nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Taxiway hier. So, nächste Gelegenheit links. Da ist dann schon Kilo 2. Keine Ahnung, warum sich das Wetter hier so schlagartig geändert hat. Das vorher hatte irgendwie eher zu dem Meta gepasst. Skyway 8188, Wind 130 degrees, 8 knots, runway 07 left intersection, Kilo 2 cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 07 left, intersection Kilo 2, Skyways 8188. Runway 136, ready to taxi and able Lima 3. Okay. Runway 136, danke, taxi via Foxtrot and Victor 3, Hold Short of Charlie. Anzumachen. Naja. So, Thrust Reversers. Hold Short Victor 3, Short of Charlie, Runway 136. Armed. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch Lights und Strobes gleich. Fuel Crossflow. Open. Nein, falscher. Override. So.
Genau, und den Take-off-Button. Da haben wir aber ganz schön früh eine Freigabe bekommen. Jetzt haben wir noch einiges, was wir taxien müssen. Und hier geht es jetzt auch tatsächlich bergauf. Da hinten ist das große Terminal. Da sind auch einige Flieger gerade geparkt, so wie es aussieht. Und wir werden jetzt hier gleich links rollen auf die Piste. Und dann geht's los. So, dann hätte ich gern nach dem Start NAV und Speed. Speed erstmal 180 Knoten, können wir nachher erhöhen. Genau. Dann müssen wir nur noch den Autopiloten reinschalten und nicht vergessen, dass wir keinen Auto-Throttle haben, sondern das manuell regeln müssen. So, hier ist Kilo 2. Da ist irgendein Ryanair. Ansonsten sieht die Piste klar aus. Wir können Strobe Lights anschalten, Landing Lights anschalten. Ryanair 136, continue taxi holding point, runway 07, left intersection Lima 3, via Charlie Papa 2 and Lima 3. Lima 3, via Charlie Papa 2 and Lima 3, Ryanair 136. Gut. Heads-up Display. Okay, ich würde sagen, wir sind ready for takeoff. Ich nutze hier den Schub, den wir schon mal haben. Take-off-Button set. Und dann kann es losgehen. Max Schub. We rotate. Positive rate. Gear up. Und Autopilot an. Skyways 8188, Speed. Contact Bremen, Radar 123, Decimal 225, ciao. Contact Bremen, Radar 123, Decimal 225, danke, schönen Tag noch, Skyways 8188. Okay, haben wir alles an? Scheint alles soweit zu passen. One, two, three, decimal, 225. Gleich meinen Schub reduzieren. Skyways 8188. Skyways 8188, hello. Hello, Skyways 1888, identified, climb flight level 280. Climb flight level 280, Skyways 8188. So schnell war ich da nicht. Skyways 8188, proceed direct to Ortak, Oscar Romeo Tango Alpha Golf. Direct Ortak, Skyways 8188. Bremen-Räder, schon genannt. Swiss 73 Mike Hotel, so. Level 353, Descending 350. Schönen guten Abend, Swiss 73 Mike Hotel, identified. Direct Delta Bravo 552, expect runway 07 right for landing. Information Mike in the air. So, Direct Ortak. Direct to Delta Bravo 552, expect ILS 7 right, and check info Mike, 73 Mike Hotel. In
Peter Flug 207, turn left heading 050, cleared ILS, run location, turn left heading 090, cleared ILS 07 left, report established. Ich habe vergessen, welche Höhe ich gecleared wurde. Tatsächlich, scheiße. Turning left heading 090 degrees, cleared ILS 07 left, and will report when established. Interflug 207. So, Varo Druck. Ich glaube 280 hat er gesagt. Irgendwie passt meine Sitzposition hier noch nicht so ganz. Hm, so ist besser. Remera, Scandinavian 473, Fighter 1383, what about? Let's go. Scandinavian 473, guten Tag, identified. So, Klappen müssen noch rein. Scandinavian 473, climb flight level 390. 390, Scandinavian 473. 250. Mit dem Cargo 5 Kilo Delta, continue present heading, descend level 80. Okay, das war ganz schön stressig gerade. Wir sind schon. Continue present heading and descend 8. Level 80 mit mehr Cargo 5 Kilo Delta. Fahren wir jetzt Richtung Berlin und sind gerade auf dem Weg wieder über Schönefeld, fliegen gleich über den Flughafen. Interflug 207, established localizer 07 left. Interflug 207, Roger, Connect Tower, 120.025, tschüss. Schön, dass ein Interflug unterwegs ist, DDR-Fluggesellschaft. Please add frequency again for Interflug 207. Yep, Contact Tower, 120.025. Roger, Tower, 120.025, für die Interflug 207. 10.000 Fuß. Ich hatte mir eine andere Frequenz vorgemerkt, sorry, danke. So, Landing Lights. 146, Parking 2600 for 5000. Können wir ausschalten. 91 X-Ray Charlie, Speed 250 Knots. Und von mir aus auch die Anschlagzeichen aus. 91 X-Ray Charlie. Guten Tag, Rainer 136 identified. Climb Flight Level 360. Mein Parking 3000 feet. Proceed direct to Marem. Direct Marem, mein Parking 3000. Climb Flight Level 360, Rainer 136. Okay, so. Jetzt mal kurz gucken, was wir hier, wie die Situation ist. Also in der CIJ wünsche ich mir öfter tatsächlich einen Co-Piloten. Das Falsche, hier wollte ich hin mit einer VNAV-Anzeige. 101 Meilen bis Ortak, 350 Meilen bis Saarbrücken. Die Displays sind auch echt so klein. Ich hatte sonst immer nicht so Schwierigkeiten, die zu lesen, aber da ich jetzt hier mit einem neuen Yoke vorm Bildschirm sitze, hat sich mein Abstand zum Bildschirm für mich nochmal so um bestimmt 15 cm oder so erhöht, vielleicht 20, und damit werden die Displays auf einmal echt schwer zu lesen. Also von meiner Position aus, die Zahlen hier, die gehen noch. Die hier wären schon echt knifflig, die oberste Reihe. Die hier auch. Also gerade das Pinke. Das Pinke kann ich nicht mehr lesen. Dafür ist der Kontrast zu gering. 97? Alpine 5 for Zulu Quebec, Speed 220 knots. Passt. Oh, wir sind. Alpine 5 for Zulu Quebec. Ich sehe gerade, wir sind auch ordentlich. Alpine 91 X-Ray Charlie, Descent Altitude 4000 feet in QNHS 1034. Wir sind auch gestiegen. Über 10.000, wir können Geschwindigkeit weiter erhöhen. Green Radar Leipzig 3240, Flight Level 189er, descending 150, inbound Delta Papa 432, Information Mike. Leipzig 3240, guten Tag, identified, Information Mike in the air, expect runway 0 left for landing. Roger, Leipzig 3240. Bitte der Cargo 5 Kilo Delta, descend altitude 3000 feet, and QNHS 1031. Descent 3000 feet in QNHS 1031, München Air Cargo 5 Kilo Delta. Alpine 91 X-Ray Charlie, you can down descent 3000 feet, high speed approved.
Die sind 3000 feet high speed is approved, Alpha 91 X Charlie. High speed approved. You can resume normal speed, the speed is yours. Jo, Alpha 91 X Charlie. Was heißt denn High Speed Approved? Da wüsste ich gar nicht, was ich mit anfangen soll. Oder damit 200 Knoten landen, oder was soll das heißen? Haben wir hier auch einen Top of Climb Anzeige irgendwo? Ne, ja, da. Sollten wir tatsächlich ja bald erreichen. Puh. Also das war ein Start, da habe ich mich nicht so wohl mitgefühlt gerade. Zu viel auf einmal passiert, zu viel Workload. Ja, moin in Chat. Heute geht es von Berlin nach Saarbrücken. Ich habe das gar nicht eingetragen in das Stream-Info. Nee, habe ich ganz vergessen. Alpha 91 X-ray Charlie, continue on present heading. Is a straight in possible from your current position or do you need a vectors for delay? No, I can proceed direct to Delta Bravo 52. Yeah, in this case, then continue for the moment present heading. Ich habe gehört, in Saarbrücken gibt es einen sehr schönen Weihnachtsmarkt, deswegen bin ich dahin auf dem Weg. 030. Ich dachte, ne? Muss man ja da mal die Gelegenheit nutzen. München Air Cargo 5, Kilodelta. Leipzig Air 3240, Descent Flight Level 100. Descent Flight Level 100, Leipzig Air 3240. Und tatsächlich war ich bisher noch nicht in Saarbrücken. Also, weder in echt noch im Flugsimulator. Die eine oder andere Ecke habe ich ja schon abgeklappert hier in Deutschland, aber das Saarland hat sich mir bisher immer entzogen. Und ich denke, dann wird hier diese Weihnachtsmarkttour, weil darum geht es ja heute, hatte ich wahrscheinlich auch nicht erwähnt, am Anfang vom Stream. Hier sind wir natürlich wieder auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Skyways 8188, Climb Flight Level 340. Climb Flight Level 340, Skyways 8188. München Air Cargo 5 Kilo Delta, turn right heading 050, clear the left, runway 083. Clear the left, 083, then turn right heading 0850. Ja. Es geht wieder darum, zum Weihnachtsmarkt zu fliegen und das letzte Mal waren wir ja in Berlin, von Dresden nach Berlin geflogen. Heute geht es jetzt von Berlin einmal quer rüber nach Saarbrücken und ich denke, dann wird das quasi auch das Ende darstellen der Weihnachtsmarkttour. Ich mache dann noch einen VFR-Flug, mal gucken, ob wir ein bisschen IFR damit unterbringen, aber geplant erstmal einen VFR-Flug von Saarbrücken zurück nach Osnabrück. Damit die Tour einen runden Abschluss hat. Und dann mal gucken, wie es dann weitergeht im neuen Jahr. Wir haben ja noch so ein paar Touren, wo ich noch dran bin. Alpine 91 X-ray Charlie, turn right heading 040, clear the left runway 07 right, report established on the localizer. Right heading 040 and clear the left 07 right, report established the localizer for Alpine 91 X-ray Charlie. Alpine 4 Zulu Quebec on present heading, clear the left, runway 07 right, report established on the localizer, speed 210 or greater until 10 miles final. On present heading, cleared IOS 07 right, report established on localizer, speed 210 until 10 miles final, 5 Zulu Quebec. Speed 210 until 10 miles, ist aber auch zügig. Da hat er wohl ein bisschen Stress, die Flugzeuge voneinander zu separieren. Alpha 9 und X-ray Charlie. Alpha 9 und X-ray Charlie, Roger Speed, is yours. Warum kommt mir noch ein Kollege entgegen? Der ist gerade. Hat einen guten Sprung nach vorne gerade gemacht. Swiss 73 Micro Tail, Descent Level 200. Descent 200, Descent 3 Micro Tail. Also, wenn so die Contrails aussehen. Descent 473 Monitor Unicom, tschüss. Eieiei. Na gut. So, wir sind jetzt auch gerade über die Wolken. Scandinavian 473, Monitor Unicom, goodbye. Theta kommt 102, das ist mal bei Scandinavian 473. Alpha 91 X-ray Charlie, Contact Tower 118, das ist mal 8, wieder. 118, das ist mal 8, for Alpha 91 X-ray Charlie, ciao. Mit den Air Cargo 5 Kilo Delta, der Wind ist 09, 0 degrees, 6 knots, runway 08 right, clear to land.
Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, tatsächlich, wie wir es. Aua. Wie wir hier von Saarbrücken hochkommen bis nach Osnabrück. Entlang des Rheines. Scandinavian 770, Contact Kopenhagen. Wo ist denn der Rhein? 121, ja. Bis Miltrie 75. Die Saar, wo fließt denn die so hin? Ist hier der Rhein? Ne, die Mosel. Ach mein Gott. Ist hier der Rhein? Can you repeat the frequency? SAT 7 0 1 2 1. Nee. Dismal 3 75. Mosel? Moment. 121.375 SAS 770. Wo ist denn. Meine Geografiekenntnisse lassen mich gerade völlig im Stich. 5 0 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
mit den Air Cargo 5 Kilo Delta, turn right, heading 265. München Air Cargo 5 Kilo Delta, turn right, heading 265. Also ich glaube, es hat niemand ein Problem damit, wenn man auf Wetsim nicht alles richtig macht auf Anhieb und nicht alles kann und nicht alles weiß. Aber so grundlegende Sachen, wann ich auf welcher Frequenz bin und da entsprechend auch mal eine Rückmeldung zu geben oder ein Readback oder irgendwas, das sollte man schon hinkriegen. Conda 836 ist in Level 100. The same place over 100, Conda 836. Swiss 73 Microtel, descend level 100. Descend level 100, 73 Microtel. Leipzig Air 3240 und Present Heading, you're cleared ILS 08 right, report established on the localizer. So, wir sind gleich bei Ortag. Present Heading cleared 08 right, will report established, Leipzig Air 3240. Leipzig Air 3240, yep, sorry for the inconvenience, you're cleared 08 left. 08 left is fine, Leipzig Air 3240. Ortag ist auch so der letzte Wegpunkt. Bravo Radar, good evening, Granada 8, Passage Roman, Airport Runway 07, left on Lourdes 1, Bravo Departure, 4,500 feet. Granada 8, Foxtrot Romeo, hello, identified, climb flight level 380 and direct to Marem. Ortag ist auch der letzte Wegpunkt, wo... Climb flight level 80 and direct to Marem, 8 for Foxtrot Romeo. Hey, Jota, confirm flight level 380. Confirm climbing flight level 380 direct Marem 8 plus 7. Ortag ist der Wegpunkt, wo wir ihn direkt zu bekommen haben. Leipzig Air 3240, Ortag, der Wind ist 090 degrees 6 knots and runway 08 left, clear to land. 08 left, clear to land, Leipzig Air 3240. Vielleicht kriegen wir dann den Switch to Unicom bei Ortag, mal gucken. Dann würde ich nochmal 2000 Fuß steigen, vielleicht kommen wir dann aus den Wolken hier raus. Guten Tag, Lufthansa 9 Echo, identify direkt Sotro. Sir, could you repeat that last part for Lufthansa 9 Echo? Guck mal, wir haben Saarbrücken Tower online, was ist denn da los? Das ist ja mal eine Seltenheit. Could you repeat the last part for Lieutenant Nana Echo? Yep, Procita Exodro, Sierra Oscar, Delta Romeo Oscar. Wäre sonst noch was online, was für uns zuständig wäre? Nee. Oder Tower. Ja, da wird er sich ja freuen, dass ich da vorbeikomme. Direct, oder haben wir da irgendein Event? Ich hoffe nicht. Dass ich in irgendein Event reingerate. Bremen 9, Conda 3, Charlie Max, Level 2, Trio, Inbound, Delta Bravo 5, Trio 1. Conda 3, Charlie Mike, guten Tag, identified Info November, in the air, expect runway 07, right for landing. Info November, expect runway 07, right, Conda 3, Charlie Mike. Die Weltstadt ist besetzt, ja. Hotel, continue on present heading. Continue present heading, Sam, Hotel. Mein Saarbrücken ist immerhin kontrollierter Luftraum. Es gibt keine Standard Arrivals. Mit das ist auch immer schon spannend. Und es gibt kein ILS für Runway 09, wo wir landen werden. München Air Cargo 5 Kilo Delta. München Air Cargo 5 Kilo Delta, the speed is yours. Speed is mine, thank you. München Air Cargo 5 Kilo Delta. Nun, no, welche Linkskurve? Ryanair 136, Monitor Unicom, tschö. Jetzt auf dem Weg Richtung Erfurt. Ryanair 136, Monitor Unicom. Unicom, Ryanair 136, tschö. Scandinavian 415 Bravo, just to confirm your inbound data, Bravo 531, you're 30 degrees offset. I'm inbound for Delta Bravo 531 on to approach, Scandinavian 415 Bravo. Yep, you're 9 miles offset of this waypoint with 30 miles. Yep, you're now turning, thank you. Conda 3, Charlie Mike, confirm inbound data, Bravo 531. Yeah, I think I was at Delta Bravo 521, Conda 3, Charlie Mike, sorry for that. Jo, kein Problem, descend level 100. Descend flight level 100, Conda 3, Charlie Mike. Swiss 73, Mike O'Day, descend flight level 80. Descend level 80, 73, Mike O'Day. Wir sind immer noch mit dem verbunden, langsam
mache ich mir Sorgen, dass ich hier was verpasst habe. Condor 836, continue present heading. Continue present heading, Condor. Eigentlich sind wir nämlich schon längst aus seinem Luftraum raus. Nicht, dass er mich vergessen hat oder ich das überhört habe, dass ich die Frequenz wechseln soll. Approaching 5000 feet, Doros 1, Quebec. Mit dem Air Cargo 5 Kilo Delta, turn right heading 050, clear the left runway 08 right. Ja, turn right heading 050, clear the LS 08 right, mit dem Air Cargo 5 Kilo Delta. Velocity 4 ja, der covert auch Erfurt, ne, dann sind wir ja doch noch bei dem im Sektor. 40. Interessant. Klar, Platinum 340, Velocity 480. Na denn. Dann hoffe ich mal, dass die Wolken hier bald aufhören, damit wir wieder ein bisschen Sicht haben. Und interessant, was der für einen Bereich covert. Dann covert der hier quasi. Ich weiß auch nicht, was Börde genau meint. Aber dann wird er bestimmt hier bis westlich von Erfurt covern. Swiss 73 Micro Day, Descent 3000 Feet, Tunage 1033. Ich klicke mal auf der letzten Seite nach. Börde-Sektor. Skyways 8188, Monitor Unicom, goodbye. Monitor Unicom, Skyways 8188, danke und noch schönen vierten Advent. Jo, gleichfalls, richte den Saarbrücken Tower mal schöne Grüße aus. Werde ich tun. Gut. Velocity 487, Direct Maran. Direct Maran, Velocity 487. 122.8. Und ich möchte gern Flight Level 360, bitte. Steigen wir noch ein bisschen auf unsere eigentlich geplante Höhe. Dürfen wir nachher nicht vergessen, den Saarbrücken Tower nachher noch einen schönen Gruß auszurichten. EDD R 118.350 passt. So, ich muss ein bisschen Schub wieder geben hier. Wir nähern uns unseren 36.000 Fuß. Sind aber immer noch in den Wolken hier. Und ich wollte mal einen Blick drauf werfen, was hier der Flugplan so anzeigt. Range. Und dann gehen wir auf die Lex. So, da zwei Brücken. BR401. BR irgendwas anderes. Landung. BR401. ER400, Landung. Das passt soweit. Maximal 210 Knoten.
Das sieht alles ganz gut aus. So, Descent Angle ist 3 Grad. Beim Ground Speed von ungefähr 160, 180, so irgendwo zwischen 1000 und 800 Fuß pro Minute müssen wir sinken. Ich denke, das wird eher so ein Visual Approach werden bei mir. Weil so einen richtigen ANAV kriegt der Autopilot hier leider nicht hin. Meine ich zumindest. Okay. Jo, danke. Bis später. Und auch allen anderen im Chat einen wunderschönen vierten Advent. Weit haben wir es nicht mehr. Und noch vielleicht so 15 Minuten bis zum Top of Descent. Hier noch im Climb? Ja. Dann passt das ja. Cruisen hier direkt an der Wolkengrenze. Ganz knapp rüber. Unter uns ziemlich geschlossene Wolkendecke leider auch. Können wir echt nichts sehen. Was sagt denn so der Wetterbericht für Saarbrücken? Wind 100 Grad 9 Knoten, weil unsere Landerichtung passt. Sichtweite 7 Kilometer. Wolken steht hier nichts weiter. Wir hier gerade reingeraten. Hat sich gerade schon wieder das Wetter schlagartig verändert. Mal eben 300 Fuß nach oben geschossen. Mindestens in der Anzeige. Oh, wir nehmen mal ein bisschen Schub raus, damit wir nicht allzu schnell werden jetzt hier. Haben 50 Knoten, über 50 Knoten Wind von vorne rechts. Und jetzt möchte ich mal kurz gucken hier, ob da was in Saarbrücken los ist. EDDR. Nö, ich bin da auf dem Weg und einer startet da wohl gleich. Delta India Alpha Alpha Tango. Na denn. ATIS haben wir aber auch in Saarbrücken, das ist schon mal schön. Was sagt denn das ATIS in Saarbrücken? Haben wir das? Kriegen wir das schon rein? Information Foxtrot. Runways in use 09er, Transition Level 6000. Keine Wolken. Schlechte Sicht, also Sicht nur 7 Kilometer, aber keine Wolken. UNH 1026. Ja, passt. Dann würde ich mal gucken, wie hier Brücken so aussieht. Wir werden hier landen. Wahrscheinlich dann bis zum Ende ausrollen, bis Alpha. Und dann kommen wir hier über den Taxiway an und dann haben wir Nord und Süd jeweils 5 Parkplätze vom Terminal. Ist nicht so wahnsinnig viel. Kein riesengroßer Flughafen, aber schadet nicht mal vorher kurz zu gucken. Ja, jetzt gerade sind wir hier ganz in der Nähe von Frankfurt, was wir aber durch die Wolkendecke nicht sehen können. Und da vorne fliegt ein anderer Flieger. Ja.
Ja, wir sind ein bisschen langsam, ein bisschen mehr Schub geben. Noch 8 Minuten, 60 Meilen bis zum Top of Descent. Und dann sollen wir bis auf 4000 Fuß sinken, sagt er hier. 4000 Fuß bei zwei Brücken. Und dann gehen wir nochmal runter, weil wir die Linkskurve machen, 500 Fuß bis Petit. Und von da aus Sinkflug. Überleg gerade, wenn wir nur 7 Kilometer Sichtweite haben. 7 Kilometer, was sind das? 4 Meilen oder so? Dann werden wir tatsächlich einigermaßen Arnav Approach fliegen müssen. Dafür brauchen wir keinen Go-Around. IFR profiles with an airspace class Echo. Watch out for VFR traffic unknown to ATC. Ah, gut. Passen wir auf. Ansonsten, falls was schief geht, climb direct to zwei Brücken, cross zwei Brücken at 4000. Gehen wir hin. Kriegen wir alles hin, denke ich. Ach ja. Ja, wenn ihr das Video hier auf YouTube seht, ist die Weihnachtszeit wahrscheinlich schon so langsam vorbei. Glaube ich. Nee. Blickrad müsste wahrscheinlich, wenn mein Plan stimmt, alle Angaben ohne Gewehr, müsste dann das YouTube-Video hierzu am 26. Dezember online kommen, zweiter Weihnachtsfeiertag. Also es ist ja ein schöner Abschluss für die Weihnachtszeit. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Für die, die gerade auf Twitch zuschauen, hoffe ich, ihr werdet noch ein schönes Fest haben. Bin noch ein bisschen hin bis Weihnachten gerade. Ja. Ich genieße gerade so ein bisschen meine Urlaubszeit, deswegen komme ich recht viel zum Fliegen. Ich werde, denke ich, auch, wenn es gut läuft, heute Abend noch... mal gucken, heute Abend wahrscheinlich nicht mehr. Aber morgen mit Sicherheit nochmal einen Flug machen. Dienstag, ja, vielleicht auch. Mittwoch, ja, vielleicht auch. Mal gucken. Ab Donnerstag wird es dann weniger, dann steht die Familie im Vordergrund. Voraussichtlich. Gerade leider bei mir in der Familie geht auch das RS-Virus um, denke ich. Meine Eltern. Meine Mutter hat es da erwischt. Die ist jetzt liegt gerade flach, weil es mit schweren Husten und geht es gar nicht gut. Also, ich denke, sie wird wieder, aber. Ja. Geht es gerade nicht so gut. Ich hoffe, dass sich dann mein Vater nicht auch noch ansteckt. Und. Plan ist ja eigentlich, dass sonst bei uns immer die ganze Familie zusammenkommt zu Weihnachten. Mal gucken, ob der Plan noch so zu halten ist oder ob das ins Wasser fällt. Drückt mir mal die Daumen. Und ja. Also, für euch wäre es gut, wenn es ins Wasser fällt. Dann habt ihr noch mehr Content von mir hier auf Twitch vor allen Dingen. Auf YouTube wird das dann Ganze wieder ein bisschen gestreckter. Ja, und wenn es nicht ins Wasser fällt, habt ihr einen glücklichen Crispy, aber ein bisschen weniger Content. So, Top of Descent, wir nähern uns. Ist jetzt nur noch 30 Meilen entfernt. Aber Saarbrücken ist noch 136 Meilen. Wir können ja spaßhalber mal den Funk einstellen. Vielleicht hören wir schon was. Das würde mich ja interessieren, ob da noch ein bisschen was los ist.
Ja, zumindest haben sich die Wolken hier ordentlich verzogen. Die haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen, die dicke Wolkenschicht. Das ist schon mal viel wert. Dann fliegt sie es gleich ein bisschen entspannter. So, für den Descent gleich planen wir als Geschwindigkeit 270 Knoten zu halten. Pi mal Daumen. Und wir wollen runter sinken auf 4000 Fuß. Na. So, 4000. Und ja, dann den Rest klären wir, sobald wir die Schneeflocke haben, die uns anzeigt, ob wir über oder unter dem berechneten Sinkgleitfahrt-Dings sind oder nicht. Unserem VNAV-Profil. So, das ist richtig ausgedrückt, denke ich. Ja. Oh, was ist hier los? Da haben gerade Leute ordentlich ihren Kaffee verschüttet, das kann ich euch garantieren. Meine Güte, hat sich das Wetter wieder schlagartig geändert. Haben jetzt plötzlich von 50 sind wir jetzt auf 85 Knoten Wind von der Seite gekommen. Also mein Gefühl ist so, gerade seit dem letzten Update hat sich das nochmal ein bisschen verschlechtert hier, das Wettersystem. Diese heftigen Umschwenk. Also es kann ja mal gerne sein, dass er feststellt, oh, hat ein Update gemacht, in der letzten halben Stunde hat sich das Wetter drastisch gewechselt oder so. Aber da muss doch eine Logik rein, die das Ganze dann sachte anpasst. Und nicht die schlagartig mal eben den Wind um 30 Knoten erhöht und den Luftdruck um, weiß ich nicht, 40 Millibar senkt. Oh, geht das doch nicht. Nun, wir sind am Top of Descent. 2 Meilen. 1 Meile. Na? So. Auf geht's. Vertical Speed. Und jetzt drehen wir das so, dass wir hier auf die blaue Markierung kommen. So scheint das zu passen. Da sind wir jetzt auf dem Pfad, die Schneeflocke ist da. Schub reduzieren. 270 Knoten halten in etwa. Und dann ist das alles hier wunderschön. Ist gerade zu hell. Jetzt sehe ich es im Heads-up-Display gar nicht, meine Geschwindigkeit. Die Sonne so blendet. Wo sind wir denn? Mannheim. Heidelberg überfliegen wir jetzt gleich. Schöne Gegend, war ich schon ein paar Mal jetzt hier im Flugsimulator. Hm, das ist eine Schneegrenze, seht ihr das? Bis da liegt Schnee und dann hier ist noch alles grün.
Die Höhe ist schon wieder ein bisschen verstellt. 4000 will ich haben. Und da wir eh dahin runtersinken, können wir auch schon mal den QNH richtig einstellen. QNH ist 1026. Sichtweite nur noch 6 Kilometer. Immer weniger. Hoppala, sorry. Ups. QNH 1.0. Wir sind schon ein bisschen unterhalb unserer Schneeflocke, unterhalb des Profils. Bringen wir mal die Sinkgeschwindigkeit ein kleines bisschen. Da fehlt mir halt tatsächlich im Heads-Up-Display die passende Anzeige für. Da hätte ich ganz gern so einen kleinen Indikator. Vielleicht bei der Höhe oder hier bei der Geschwindigkeit, Sinkgeschwindigkeit. Wie weit wir hier von unserem VNAV-Profil entfernt sind. Wir sind immer noch unterhalb. Und Sinkgeschwindigkeit können wir noch weiter verringern. Jetzt sind wir genau drauf. Also das Profil hier ist auch nicht das Beste, muss man immer sagen. Das kriegt zum Beispiel 737 von PMDG deutlich sauberer hin. Aber immerhin hat man irgendwas. Was halt nicht so richtig berücksichtigt wird, ist unser Ground Speed so richtig. Weil wenn ich jetzt hier mit 270 Knoten indicated sinke, 270 Knoten indicated sind halt auf 30.000 Fuß was anderes als auf 10.000. Und der geht aber irgendwie davon aus, dass ich konstanten Ground Speed halte. Und zeigt mir dementsprechend da den Pfad an. Das ist also noch nicht so ganz ausgereift, sagen wir es so. So, jetzt aber hier also da will ich bei 4000 sein. Irgendwas passt hier noch nicht. Das sind keine 40 Meilen, wie soll ich denn das hinkriegen? Das hat ja gut funktioniert. Ich weiß nicht, was er da für Profil ausgerechnet hat. Wahrscheinlich, dass ich gleichmäßig runtersinke. Aber ich meine, ich muss hier bei 4000 sein. Ne, mindestens 4000. Okay, dann ist egal. Ich nehme alles zurück. Behaupte das Gegenteil. Das sind nämlich noch gute 25 Meilen von zwei Brücken, bis wir tatsächlich in den Bereich kommen, wo es kritisch wird, in Anführungszeichen. So, Brückentower, Delta Echo, Mike McCotter, good afternoon. Delta Echo, Mike Hotel, Saarbrücken, good afternoon. Delta Echo, Mike McHotel, Diamond DA40, stand November 3, with a startup for Reef R2 Kölnbronn. Delta Mike Hotel, QNH 1026, Runway 09 is active and startup approved, set squawk 7001. Delta Echo Mike Hotel, active on with 09, QNH 1026 and squawk 2001. Correct, hello. Uiuiui. Na,
sorry für das Hin und Her hier. Da musste ich selber nochmal ausprobieren, wie wir es am besten machen. So, Runway Heading wird dann gleich sein 086, das können wir schon mal einstellen. Genau in die falsche Richtung gedreht. Und dann gucken wir das und halten wir das hier mal kritisch im Blick, ob wir da richtig ankommen, wo wir ankommen wollen. Höhentechnisch. Können wir da ein bisschen Schub geben. Und 33 Knoten Gegenwind gerade. Und die Sicht ist tatsächlich nicht die beste. Mitten in den Wolken. Naja, gut. Haben wir hier noch was Wichtiges? Ich habe ganz vergessen, das Ding hier auszuschalten. Eieiei. Und die Thrust Reversers habe ich auch nicht ausgeschaltet. Meine Güte. Ich habe einfach meine Checkliste nach dem Start komplett vergessen. Na gut. Na, warum will mein Track Eier da? Außerdem sollten wir uns Gedanken machen fürs Landing. Oh, jetzt ist hier aber finster im Cockpit. Ein bisschen Licht. Hier oben auch ein bisschen Licht. Was habe ich ausgeschaltet? Ich habe gehört, dass ich irgendeinen Schalter getroffen habe. Es war die hydraulische Pumpe Nummer 3. So, jetzt sind wir über zwei Brücken gleich. Hier ist Pirmasens. Bei uns gleich zwei Brücken und dann da Saarbrücken. Knoten Gegenwind. Und da unten sehe ich irgendwas leuchten. Das ist auch ein Runway, aber das ist, glaube ich, zwei Brücken, was ich da blinken sehe. Das ist, glaube ich, noch nicht Saarbrücken. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Von der Richtung her wird eher Saarbrücken passen. Zwei Brücken ist nämlich auch direkt unter uns schon. Ja. Nee, das ist schon der Flughafen, wo wir gleich landen werden. Das sehen wir auch tatsächlich, es ist ordentlich neblig drumherum. Und wir nähern uns den 10.000 Fuß. Wir reduzieren mal auf 250 Knoten. Ja, Höhe sollte passen. In 1000 Fuß, die Landing Lights schalten wir an, die Taxi Lights auch schon mal, bevor ich sonst vergesse. Und die Anschnallzeichen gehen an. So, dann das, was ich sonst eigentlich noch machen wollte, die Thrust Reversers armen. Und damit haben wir es soweit auch schon. Dann ist das Wichtige nur noch Gears Flaps Go Round Altitude. So, wir sind jetzt hier schon auf dem Approach tatsächlich. Die Karte sehe ich es aber nicht. Hier wird es wahrscheinlich nicht unterstützt. Oder ich komme hier erst noch später rein. Hier steht ja auch Not to Scale.
Na, da ist die Piste. Gucken, ob der VFR-Verkehr für uns noch interessant wird. Der hatte ja ums Anlassen gebeten vor einer Weile. Ansonsten habe ich aber nichts mehr von dem gehört. Mal gucken, ob der gleich startet. Sehen tue ich ihn gerade nicht. Nur da ist das Flughafengelände. So, geschwindigkeitstechnisch müssen wir gleich gucken. Wenn wir auf Höhe sind, können wir schon mal langsam abbremsen. Unser Reference Speed wird 132 sein. Und dann rechnen wir noch so 5 drauf. 1, 2, 3, 4, 5. 137 Knoten etwa wollen wir haben, wenn wir da am Landen sind. So, 4000 Fuß haben wir erreicht. Die halten wir jetzt auch erstmal noch. Und ich gebe ein bisschen Schub. Noch 7 Meilen, bevor wir nach links drehen. Turbulenzen. Jetzt gerade haben wir auch noch 24 Knoten Wind von vorne. Mal gucken, wenn der mal runterkommt, dass der, ob der sich noch tatsächlich dreht. Aber ATIS sagt, Wind kommt 090 Grad, 7 Knoten. Gucken, bei 24 Knoten Rückenwind können wir nicht landen. Moin! Nehmt gerne alle mit zum Weihnachtsmarkt. Platz für über 70 Passagiere. Ein bisschen schneller können wir noch fliegen. Geschwindigkeit im Auge behalten. Das vergesse ich echt immer so schnell und so gern hier im CRJ. So, noch 2 Meilen, dann kommt unsere Linkskurve. Wenn er sich nicht beeilt, komme ich, muss halt auf mich warten, bis ich landet bin. Hotel, are you able for Bravo Intersection Departure? Delta Mike Hotel, Roger, Taxi to Holding Point Runway 09er via Sierra 1, Bravo, Report ready. So, wir sinken nochmal 3500. Und Report ready.
Correct. And how would you like to leave control zone, via November or Echo Routing? Delta Echo Mike Hotel, November Routing. Gotcha. Bis November. Saarbrücken Tower, Delta, Echo Delta, Lima Bravo, good day. Noch einer. Delta Echo Delta, Lima Bravo, Saarbrücken Tower, good day. Delta Echo Delta, Lima Bravo, Diamond DA 40 on November 1, information golf request startup for VFR to Cologne and to leave the control zone via the November routing. Ach gucke, da hat er noch einen Kollegen, der nach Köln fliegt. Delta Lima Bravo, QNH 1026, active runway 09, startup is approved and set squawk 7001. QNH 1026, active runway 29 and squawking 7001, Delta Lima Bravo. Wir haben immer noch jetzt 20 Knoten Wind von vorne. The startup is approved, Delta Lima Bravo. Oh, wir machen mal ein Stückchen langsamer. Klappen. Klappen sind jetzt auf 20 Grad. Können auch schon mal das Fahrwerk ausfahren. So, jetzt halten wir 160 Knoten, bis wir hier tatsächlich sinken. Delta Mike Hotel, please set squawk 7001. Delta Echo Mike Hotel, squawk 7001. Delta Mike Hotel, we're ready for departure. Delta Mike Hotel, Roger, Leaf Control Zone via November, Wind 09, 0 degrees, 7 knots, Runway 09, cleared for takeoff. Oh, PTIT 0,4 Meilen, bisschen mehr Schub. Runway 09, 8 Meilen. Müssen wir sinken. UNEF, oh doch, UNEF. Passt. Klappen voll. Und dann sollten wir da jetzt gleich alle ankommen, hoffe ich. Delta Lima Bravo, request taxi and also able for Bravo. Delta Lima Bravo, Roger, taxi holding point runway 09 via Sierra and Bravo, report ready. Holding point 09 via Sierra and Bravo, call you when ready, Delta Lima Bravo. Saarbrücken Tower, hello, Skyways 8188, established RNF approach, runway 09. Skyways 8188, Saarbrücken Tower, good day, wind 09, 07 knots, continue. Continue, Skyways 8188. Mensch, ich hab einen VNAV-Button. War der schon immer da? So, noch sehe ich nichts vom Runway. Wir sollten aber bald was sehen. Da ist Beleuchtung. Wir haben 12 Knoten jetzt Wind von der Seite. Den nimmt noch ab.
Eigentlich sollte er von vorne kommen, aber... Skybase 8188, Traffic is a DA-40 Light-Type Aircraft, just departed 09er, turning left-bound to leave control zone northbound, wind 09er 037 knots, runway 09er, clear to land. Clear to land, runway 09er, Skybase 8188, and I'm looking for the traffic. Ja, ich glaube, da habe ich gerade was blinken sehen, das könnte sein. Bravo is ready at Bravo, but I would request some backtrack, oh, Autopilot and I aus. Have the landing traffic in sight. Delta Lima, Bravo, Roger, behind landing traffic, line up, runway 09er behind, and backtrack approved. Behind landing traffic, line up runway 09er behind. Jetzt haben wir tatsächlich 7 Knoten drin von vorne. Ich musste hier noch ein bisschen korrigieren, hat uns der Autopilot nicht so schön runtergebracht. Ich glaube, so passt's. Geschwindigkeit passt auch. Retard. Los. Oh, eine schöne Sprungschanze hier. XT Knots, Reverse raus. Haben wir es geschafft. Willkommen in Saarbrücken. Ist ja einiges was los hier. Mich irritiert immer noch der VNAV-Button. Ich habe den früher öfters in YouTube-Videos gesehen. Ich hatte ihn bei mir nie. Jetzt ist er da. Base 8188, vacate and the end. And via Alpha and Sierra, taxi to position Sierra 4. Taxi via Alpha, Sierra, Sierra 4. Skybase 8188. So. Delta Lima Bravo, Leaf Control Zone via November, Wind is 0907 knots, Runway 09er, clear for takeoff. Das war ordentlich Schieflage. Via November and Runway 09er, clear for takeoff, Delta Lima Bravo. So, Sierra 4 ist der zweite Parkplatz. Also gleich links halten, zweite Möglichkeit parken. Mal gucken, ob ich den Traffic überhaupt sehe. Ist ja hier schon ordentlich abschüssig. Oh, da ist er. Guten Flug. Da stehen einige Flieger am Boden. Interessant. So, und jetzt müssen wir uns hier links halten. Mal gucken, ob wir Sierra 4 irgendwo sehen. Ah ja, ist glaube ich sogar ausgeschildert. Jawohl, Sierra 5. Und Sierra 4. Ich bin mit der Beschriftung nicht ganz klar. Ich würde sagen, ich muss jetzt nach geradeaus weiterrollen. And Delta Lima Bravo, traffic is also DA 40, now on your 10 to 11 o'clock position, 3 miles, same direction leaving, also via November routing. Delta Lima Bravo, traffic is in sight. Gotcha. So, passt. Delta Mike Hotel, November to 2000 feet. Delta Mike Hotel, verstanden. Correction, Delta Mike Hotel, Roger. So, die APU hätte ich mal noch vorher starten können. Aber ja, wir haben es erfolgreich geschafft. Hui. Ja, während die APU gestartet, damit ich hier gleich das Deboarding vernünftig beginnen kann, weil ich es verpennt habe, es direkt anzuschalten.
hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat heute, unser kleiner Flug hier nach Saarbrücken. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch gerade auf YouTube seht, wenn ihr mir da ein Like hinterlasst und wenn ihr das nächste Mal live mit dabei sein wollt. Die Flüge finden in der Regel live auf Twitch statt. Und ja, ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn ich wieder unterwegs bin. Und ja, ich habe ja schon angekündigt, ich denke, das war jetzt der letzte Halt für die Weihnachtsmarkt-Tour dieses Jahr. Aber ich bin offen für Vorschläge für nächstes Jahr. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ich werde darauf zurückkommen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal. Skyways 8188, Parkposition erreicht. Vielen Dank für den Service und einen schönen Gruß soll ich vom Bremen-Sektor übermitteln. Skyways 8188, vielen Dank fürs Übermitteln und schönen Abend, danke fürs Liegen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.